Jumpy, lass uns doch in Frieden. Wir können uns das nicht leisten in dieser Situation. Die kennen uns doch nicht. Wir können die nochmal wie die Wahnsinnige aussehen. Das können wir nicht. Ey, das sieht aus wie Kratzer. Was soll das Geld? Ah, da, oh. Okay, okay. Ich guck mir schon Chompy an. Nicht ausrasten, ja? Tut mir leid. Chompy. So viele Leichen überall. Oh, können wir da diesmal reingehen? Kann ich mich jetzt mal umsehen gehen oder so? Nein, wir müssen in die Tür. Okay, Kinder, ich komme jetzt rein. Colette? Elodie? Colette und Elodie. You girls in here? Habt ihr euch irgendwo versteckt? Suche nach Hinweisen dafür, was deinen Töchtern passiert ist. Die Schuhe haben sie nicht angezogen. Oh, Elodie und Colette. Das ist wirklich ein sehr süßes Zimmer. Schön mit den Schmetterlingen hier und die Einhörner. Ach, und hier auch selbstgemalte. Ach, was ist das denn? Ein fliegender Vogel? Fisch? Das sieht aus wie ein Mix aus einem Fisch, aus einem Vogel. Und einem, wie heißen die? Ein V, ein V. Oh, eine Pizza! Da gab es irgendwann mal eine Party. Ein Farbplex. Oh, berühren wir den Farbplex. Ich meine, wir sind eh schon dreckig genug. Da schadet das nicht noch. Hier führt raus. Oh Gott sei Dank, ich dachte, wir können jetzt nicht mehr gucken. Gemälde. Ein Tiger. Eine Katze sagen. Das ist wahrscheinlich ein Tiger. Wer ist das denn? Unsere Oma? Wer ist das? Das sieht aus wie die Oma von diesem Kartoffelspielzeug aus Toy Story. Wisst ihr, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Mr. Potato oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht das aus, als die Oma sein könnte. Oder dieser komische Frosch. Ich habe keine Ahnung, aber sehr interessantes Bild. Colette. Ach, Colette. Melody. Ich frage mich, woran sie gestorben sind. Ich weiß das gar nicht mehr. Wurde das mal erwähnt in der Serie? Meine Serie hatte sie ja auch. Aber... Oh mein Gott, ich sehe ja jetzt erst. Oha. Das klang sehr nah. Oh mein Gott, in so einer Großstadt zu sein, wenn alles ausbricht, das stelle ich mir grausam vor. So eine Vorstadt oder so geht ja vielleicht noch, aber eine Großstadt? Da rauszukommen, da muss man ganz schön Geschick haben oder eben ganz viel Glück. Ja, guckt euch das mal an. Da hinten sind die guten Wälder, Gott sei Dank. Aber all diese Häuser, alle sind befüllt mit Menschen. Und all diese Menschen, ich denke mal wenigstens 70% von diesen Menschen sind zu dem Zeitpunkt, wo dieses Spiel stattfindet, bestimmt schon tot. Und in der Zeit, ich weiß nicht, vielleicht 40 haben sich verwandelt und das reicht ja schon, um das alles ziemlich schnell voranzutreiben. Ein Kindersitz? Hatte sie noch ein Baby gehabt? Nicht nur die beiden Mädchen? Dinner. No one ate anything, though. Niemand hat was gegessen, nein. Hatte sie noch ein Baby? Ich weiß das alles nicht mehr, wie viele Kinder sie hatte. Ah, hier. Das sind aber nur ihre beiden Töchter, ne? Ich frag mich, warum dieser Kindersitz denn da ist, wenn es nur die beiden sind. Das ist ja eher für Kleinkinder. Oh, eine verstümmelte Leiche. Haben wir gut gemacht, oder? Einmal durchgeteilt. Aber wie lebt denn nicht mehr? Müssen wir nicht das Gehirn zertrennen? Ich meine, wir haben doch nur den Kiefer da abgeschnitten und das untere Stück. Ich dachte, man müsste mal oben irgendwie reinschlagen. Ich habe keine Ahnung. Küchenmesser. Oh Gott. Eigentlich ist es so ein gutes Zeichen, dass es benutzt ist, oder? Irgendjemand hat sich ja wehren können.
Sie hat übrigens ein schönes Apartment, auch wenn das jetzt gerade nicht zur Sache tut, aber... Sehr schön. Sieht sehr gemütlich aus. Na, was glaubst du, ist dir wohl passiert? Wieder wählen. Na, wer geht ran? Hi, you've reached Michonne. Michonne? Wir? They tried to call me. How did I miss them? God damn it! Oh nein. Moment, sind wir von einem... Ich weiß nicht mehr genau bei ihrer Hintergrundgeschichte, wie das war. Sind wir von einem Arbeitstag nach Hause gekommen? Sie haben versucht, uns anzurufen und hier ist alles schief gelaufen? Ohne, dass wir dabei waren? Oh, wenn ja, kein Wunder, dass sie so diese Schuldgefühle hat. Gut, die hätte man wahrscheinlich so oder so, wenn man sein Kind verliert. Und sie haben sogar ihre Sachen gepackt. Das Telefon! Geh ran, bevor sie auflegen. Geh ran! Was sind das für Schritte neben uns? Dem Fremden folgen, ans Telefon gehen. Wir gehen ans... Ah! Wir gehen ans Telefon. Fremden folgen ist nie gut. Hallo? Oh, Michonne, it's Donna. Donna? I've been trying to get a hold of their dad. Are the girls with you? Nein, sind die nicht. No one's answering. Irgendwas Schlimmes ist passiert. Something bad happened here. There's blood everywhere. What? I talked to Dominic earlier, but there was screaming. Christ, it was horrible. I don't know if it was him or who, but God, Michonne, he sounded so scared. The girls too, crying, just crying. I couldn't stand it. Poor things, they must be terrified. What has he hingebracht? Donna, where was he taking the girls? Here, to my place, outside the city. Okay. Oh, sie sind nie angekommen. Ich komme zu dir. Wir können zusammen suchen. Ich glaube, das ist am besten. Oh nein. Ja, leg auf. Ich will das nicht hören. Okay, Donna hat's nicht überlebt. Oh, und wir hatten unsere komische Phase vor den neuen Leuten, die sowieso schon denken, wir sind wahnsinnig. Ha, das Trauma kommt zurück an unmöglichen Stellen. Ich hab Probleme, okay? Ich hab Probleme. You okay? Ich schwelge nur in Erinnerung. Just thinking about someone I once knew. It's okay. I do that too. Yeah? John, he went to talk to the kids, make sure they're all right. While I watched over you. Sorry about this. John isn't big on people he doesn't know. Wie geht's denn den Kindern? Are the kids holding up? I don't know. Can't be good. Their brother's dead, sister's shot. I mean, fuck, right? Ja, wie soll man damit auch zurechtkommen? Es reicht auf einmal. Eben war doch alles okay und dann... So, das. Yeah, this is where I apologize for almost shooting you. Es ist okay. Ich meine, ich habe mich aufgeregt darüber, dass du uns nicht reingelassen hast, aber es... I was just worried. Es ist nicht mehr wichtig. Sam. Es ist okay. Doesn't matter now. No, I guess not. If it makes you feel any better, I'm not a great shot. Oh, er sollte da nicht im... His mom's buried there.
im Regen sitzen. Ganz allein. The air is so back, she just... Oh nein. She was sick. Not in the head. Something with her heart. Immerhin ist er nicht alleine gerade. She couldn't handle it, I guess. I never understood that. We were safe here. Ich hab dasselbe versucht. I tried the same thing. But a friend stopped me. I've thought about it. How could you not? But like I said, bad shot. Gut, in so einer Welt würde ich nicht dran denken. It wasn't for Sam. Oh Gott, halluziniert sie? No. Das ist nicht gut, das heißt, sie kriegt Fieber. I'm here, Sam. Hey, don't move, okay? Don't move. Sam, no. Michelle, we have to help him. Wir können ihm nicht helfen. You're too weak. Hold me up. Just stay down, Sam. Du halluzinierst. You're hallucinating, Sam. I... Greg isn't here, okay? Können wir irgendwie einen feuchten Lappen oder so für die Stirn? Die muss doch Fieber haben. Was müssen wir doch machen? I know John can make a strong first impression. But he's what's keeping this entire family from being buried out there. You gotta fight like hell for what you care about, right? Something that makes all this shit worth it. Man, ich denke, was ist dir denn wichtig? My parents had me, but never seemed to want me around. Sam, though, she always did. God, I hated her guts when I first met her. She used to pick on me all the time. Thought she was tough shit. Little did she know, I was tough shit too. Sie wird's schaffen. Mach dir keine Gedanken. It'd be crazy to stay here, John. This woman Norma will... There's no decision to be made on this. I need a word with you. Okay. In private. Okay. Müssen wir das draußen im Regen halten? Oder gibt es eine Veranda mit einem Dach drüber? Ich will ja auch noch eine Erkältung bekommen in der Apokalypse. Das wäre nicht gut.